Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo Ralf, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt gerade Weihnachten steht an, Jahreswechsel steht an. Da ist es natürlich an der Zeit, mal zurückzugucken, sich zu besinnen, was in diesem Jahr eigentlich alles so passiert ist, was ja gerade bei uns im Verein auch einiges war. Ich würde dann auch erstmal direkt am Anfang anfangen von 2023, vielleicht mal auf die erste Jahreshälfte zuerst gucken. Es war ja ein wahnsinnige Talfahrt der Gefühle. Man ist aus der Winterpause gekommen, hat eine super Aufholjagd gemacht, war obendran, dann dieser Tiefpunkt in Meppen, danach aber gleich wieder aufgerafft, auch wenn es am Ende leider nur der 6. Platz war. Wie blickst du denn mit dem heutigen Stand auf so dieses erste halbe Jahr von 2023 zurück? Ja, also das Jahr 23 allein ergebnistechnisch, ich meine, da gibt es ja jetzt verschiedenste Leute, die dann ausrechnen, wie viele Spiele wir gemacht haben, wie viele Punkte wir geholt haben, muss man einfach mal festhalten, dass, ich weiß nicht, ob es in den letzten 10 Jahren hier schon mal dann so viele Siege in einem Jahr gab, wie es dann im Jahr 23 der Fall war. Das ist erstmal grundsätzlich eine schöne Tatsache, weil wir nach der Hinrunde der letzten Saison ja schon sagen wir mal, ein paar Themen hatten, wo wir gesagt haben, die müssen wir angehen, die müssen wir verbessern. Und das hat man ja schon in der Rückrunde gesehen. Das, was du mich jetzt ansprichst, dass da viele Dinge gut gelaufen sind. Wir sind relativ stotternd reingekommen, haben uns dann gut entwickelt, haben dann ganz, ganz viele Spiele gewonnen. Am Ende dann, natürlich dann kurz vor der Zielgerade, den Aufstieg noch verpasst, aber dann relativ schnell umgeschaltet, auch gesagt, wir haben uns hier 2 Jahre Zeit gegeben. Die Spieler, alle, die schon da waren, alle, die gekommen sind, waren relativ schnell im Fokus, dass man das alte Jahr dann abgehakt hat, weil es am Ende natürlich dann schon eine Enttäuschung war. Keine Frage, wenn du so eine Rückrunde spielst und kurz vor dem Aufstieg stehst und am Ende dann eingeholt wirst, kann das so eine Mannschaft auch immer zurückwerfen. Hier hatte ich das Gefühl, dass alle relativ schnell nach vorne geschaut haben, dass wir gesagt haben, nehmen wir mit, die Entwicklung nehmen wir mit, darauf bauen wir auf. Wir haben ehrgeizige Ziele fürs nächste Jahr, sind dann von Anfang an auch sehr offen mit unserer Zielsetzung umgegangen und haben im Prinzip in der Hinrunde das jetzt fortgesetzt, was letztes Jahr in der Rückrunde begonnen hat. Und von dem her sind wir natürlich auf einem sehr guten Weg, aber das große Ziel ist der Aufstieg. Und da haben wir schon noch einige Schritte vor uns, um das dann auch zu schaffen. Ja, du hast es gerade angesprochen. Und es war ja auch tatsächlich nicht nur, ich sag mal, auf dem Platz viel los. Wir haben in dem Jahr unser 70-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Generell dieses Zusammenwachsen, dieser Zusammenhalt mit den Fans ist nochmal auf ganz neue Beine gestellt worden. Zwar ein weiterer Prozess, der immer noch am Laufen ist, aber mittlerweile hat man das Gefühl, da passt wirklich überhaupt kein Blatt mehr zwischen Mannschaft und Fans und Verein und alle sind wieder enger zusammengerückt. Wie wichtig war denn gerade dieser Fakt jetzt auch mit Hinblick auf die sehr gute Hinrunde, die wir gerade gespielt haben? Das ist ja im Prinzip immer ein Impuls, der muss aus der Mannschaft kommen. Der muss von dem kommen, was am Wochenende auf dem Platz abgeliefert wird. Und da haben unsere Fans ein ganz sensibles Gespür dafür, ob jetzt auch mal unabhängig vom Ergebnis, ob da eine Mannschaft steht, die alles dafür tut, um Spiele zu gewinnen, um erfolgreich zu sein. Das war dann in der letzten Saison schon auch ein Prozess nach dem Abstieg. Das ist ganz normal. Nach vielen negativen Erlebnissen war das Vertrauen in alle, die dann irgendwo hier vielleicht Fußball gespielt haben oder auch gearbeitet haben, erstmal so ein bisschen in Frage gestellt. Und ich finde, diesen Prozess hat die Mannschaft herausragend angenommen und ist dann vorne weggegangen durch die Leistung auf dem Platz, durch die Ergebnisse. Und das wird natürlich von unseren Fans super honoriert. Ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so einen Zuschauerschnitt haben, wie wir jetzt haben. Die Bude, die war jetzt in der dritten Liga schon öfters voll, öfters ausverkauft. Und haben wir ja immer auch betont, war mir auch immer wichtig, wir haben hier eine ganz besondere Fanlandschaft. Wir haben ein super Stadion, wir haben eine geile Atmosphäre und in einer engen Liga,
wo auch jedes Wochenende Ergebnisse zeigen, dass viele Überraschungen da passieren. War es für uns einfach wichtig, wieder diese Heimmacht zu werden, einfach wieder dieses Gefühl zu entwickeln, wenn wir Heimspiele haben, dann gibt es normalerweise für den Gegner nichts zu holen. Und das ist in der Vorrunde im Großen und Ganzen sehr gut passiert. Und also das ist in einer engen Liga ist das der Unterschied, den wir im Vergleich zu vielen anderen haben, dass wir einfach eine geile Unterstützung von unseren Zuschauern haben. Daheim natürlich sowieso vor 28, 29, 30.000, jetzt seit vor ein paar Tagen in Bielefeld auch wieder 2.000 dabei gewesen. Das ist halt Dynamo Dresden, das sind halt wir und da sind wir stolz drauf und das hat nicht jeder zu bieten. Im Sommer ist es ja gelungen, einen Großteil der Mannschaft zusammenzuhalten und punktuell natürlich mit Neuzugängen zu verstärken. Wie zufrieden bist du denn jetzt nach dieser guten Hinrunde mit der Kaderplanung vom Sommer? Ist da alles aufgegangen oder gibt es da noch das eine oder andere, was noch nachjustiert werden muss? Ich werde dann auch immer gefragt, wenn dann neue Leute kommen oder holst du 6 neue, 8 neue, 10 Leute. Und dann wird man immer bewertet, wie schlagen denn die neuen Spieler ein. Und am Ende wird dann immer so eine Vereinsarbeit daran bewertet, wie sich die neuen Spieler entwickeln. Mir ist das ehrlicherweise, wenn wir da unten 20 oder 25 Spieler haben und wir holen 5 neue und die spielen alle nicht und wir sind erfolgreich, weil die Alten das einfach dann gut machen, weil sie eine gute Konkurrenzsituation haben, bin ich total zufrieden. Und am Ende das Einzige, was zählt, ist der mannschaftliche Erfolg. Und ich glaube einfach, dass wir viele gute neue Spieler geholt haben, die auch eine wichtige Rolle spielen. Aber wir haben vor allem ganz viele tolle Charaktere geholt und auch behalten, die dafür sorgen, dass wir hier eine wahnsinnige Energie aus der Mannschaft raus haben. Weil am Ende bei so einem Kader stehen halt dann nur 11 auf dem Platz. Mehr als die Hälfte sitzt dann auf der Bank oder ist gar nicht dabei. Und jeder, der im Fußball arbeitet, weiß, dass wenn du so erfolgreich sein möchtest, ist es wichtig, wie gehen die Spieler damit um, die vielleicht gerade weniger spielen oder die Spieler, die gerade irgendwo unzufrieden sind. Und ich glaube, das war für uns im Sommer ganz, ganz wichtig, dass wir da uns überlegt haben, welche Typen passen zu uns, wen wollen wir behalten, wen wollen wir mitgeben, von wem wollen wir uns vielleicht dann auch trennen, um einfach so eine Energie zu erzeugen, als große Einheit hier aufzutreten. Und von dem her bin ich mit der Kaderplanung, gibt immer Dinge, die man besser machen kann, aber wenn ich das große Ganze sehe, bin ich da sehr, sehr zufrieden mit, weil viele Dinge einfach in der Gesamtwirkung aufgegangen sind. Ja, du hast es schon auch so ein bisschen mit angesprochen. 89 Punkte übrigens in 41 Punktspielen in diesem Jahr, wohl neuer Drittliga-Rekord. 43 davon jetzt in den Spielen der Hinrunde plus dem Rückrundenstart jetzt gegen Bielefeld. Wie zufrieden bist du? Wie fällt dein sportliches Fazit denn der Hinrunde aus im Detail? Ja, du hast die Zahlen jetzt gerade vorgelesen. Was soll ich jetzt sagen? Das sind natürlich super beeindruckende Zahlen und da sind wir total happy, dass wir so ein gutes Jahr gespielt haben. Da können wir auch oder müssen auch die handelnden Personen, Trainer, Mannschaft einfach dafür loben, weil das einfach ein super Jahr war. Aber am Ende, das ist dann auch wichtig, haben wir das klare Ziel aufzusteigen. Das ist jetzt eine Zwischenbilanz nach 20 Spieltagen, die ist super, die ist toll, aber es wird nach 38 Spieltagen im Prinzip abgerechnet. Wir wollen dieses Jahr aufsteigen, das haben wir klar als Ziel ausgegeben. Und von dem her freuen wir uns jetzt über diese Bilanz, machen jetzt 1-2 Wochen Pause, starten dann in die Vorbereitung, gehen dann wieder sehr konzentriert und fokussiert in die Rückrunde. Wir dürfen nicht nachlassen, wir haben noch nichts erreicht, wir haben eine super Zwischenbilanz. Aber das Einzige, was dieses Jahr zählt, ist der Aufstieg und daran werden wir uns alle messen lassen müssen. Du hast die Vorbereitung gerade angesprochen. Es geht wieder nach Beleg, wieder ins gleiche Hotel. Welche Überlegungen standen dahinter, den gleichen Ort zu wählen? Letztes Jahr hat da relativ viel gut geklappt. Also Rückrunde hat gut funktioniert, die Bedingungen sind da sehr, sehr gut. Alle, die dabei waren, waren sehr zufrieden. Und von dem her war das naheliegend, dass man, wenn man was macht und viele Dinge sind aufgegangen, dass man einfach das dann versucht zu wiederholen. Und von dem her gehen wir jetzt wieder nach Beleg. Ab dem 1. Januar öffnet auch das Transferfenster. Für einen Monat ist es offen. Wir haben jetzt schon Oliver Batista-Meyer vom SC Verl wieder zurückgeholt. Vielleicht 1-2 Worte zu ihm. Welche Überlegungen stehen hinter der Rückholaktion? Ja, wir haben vor 12 Monaten den Olli ausgeliehen.
nachdem es hier in der Hinrunde für ihn sportlich nicht so zufriedenstellend lief. Und man hat dann die Hoffnung gehabt, er geht jetzt, sag mal, wir spielen in der gleichen Liga, aber zum Verein, der vielleicht ein bisschen ein ruhiges Umfeld hat, wo er sich dann einfach mal wieder in Ruhe ein bisschen entwickeln kann. Ich würde mal sagen, das ist zu 100% aufgegangen. Der Olli hat sich jetzt vor allem in dem letzten halben Jahr top entwickelt, ist, was die Scorerliste betrifft, glaube ich, in der dritten Liga, in der Hinrunde top. Und alle Überlegungen, die wir hatten oder auch alle Hoffnungen, es kommt ja manchmal vor, dass man in so einer Sackgasse steckt. Und hier war so das Gefühl, dass es irgendwo nicht so richtig weiterging. Olli hat das genutzt, die Zeit, hat jetzt eine Top-Vorrunde gespielt. Und von dem her war es klar, dass wir ihn dann zurückholen, dass wir ihn dann nicht irgendwo bei der Konkurrenz lassen wollen, weil die Optionen haben wir uns ja dann auch eingebaut, um dann reagieren zu können. Und von dem her haben wir das relativ schnell dann einfach entschieden, dass wir sagen, dass er dann ab Januar wieder zurückkommt. Und inwiefern siehst du Handlungsbedarf jetzt noch weitere Neuzugänge? Gibt es vielleicht auch Abgänge schon, die sich abzeichnen? Inwiefern, was wirst du für eine Arbeit haben in dieser Transferperiode? Ja, wir saßen jetzt eigentlich regelmäßig immer zusammen, jetzt auch nochmal nach dem Bielefeld-Spiel, auch nochmal kurz einen Austausch gehabt mit dem Trainerteam, um Themen zu besprechen. Trotzdem alles sehr gut läuft und wir total zufrieden sind, machen wir natürlich nicht den Fehler und gehen dann nicht sehr konsequent alle Sachen durch, die irgendwie dann zu diskutieren sind. Ich will da gar nichts ausschließen. Also wir haben jetzt nicht die Drucksituation, dass wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt noch irgendwas machen, weil, wie gesagt, viele Dinge sind aufgegangen und die Mannschaft in ihrer Gesamtheit hat diese Vorrunde gespielt. Jetzt werden wir mal sehen. Jetzt ist dann ja bald Weihnachten und dann ist Silvester und dann geht es am 2. wieder los. Und dann haben wir ja 4 Wochen Transferperiode. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Kader, aber kann durchaus passieren, dass trotzdem das eine oder andere von mir aus angegangen wird. Es gibt ja auch abseits vom Profikader oder gab in der Saison im sportlichen Bereich einige Entwicklungen. Man hat mit Ulf Kirsten eine Vereinslegende in beratender Funktion zurück in den Verein geholt und auch das Scouting musste nach dem Weggang von Christian Walter auch irgendwie auf neue Füße gestellt werden. Wie zufrieden bist du denn gerade mit dieser Neuausrichtung und wie geht man gerade beim Thema Scouting auch weiter vor? Also die Verpflichtung vom Ulf war für mich mit einer der wichtigsten Verpflichtungen. Also wir arbeiten jetzt seit knapp einem Jahr zusammen. Das ist eine super Zusammenarbeit, die für mich, ich glaube für uns alle, wahnsinnig viel Ergebnisse mit sich bringt. Ulf ist bei Dynamo eine Ikone, der ist im Fußball ein ganz großer Fußballer, hilft mir wahnsinnig in meiner täglichen Arbeit auch, weil ich immer einen habe, mit dem ich alle Themen diskutieren kann. Und er das unheimlich, wie soll ich sagen, loyal und als Teamdenken mir da zur Seite steht in vielen, vielen sportlichen Fragen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass er dabei ist. Und ich glaube, das war für uns, also nicht nur für mich sportlich, sondern auch so als Gesicht dann nach außen, weil das ist ja auch so eine Erfahrung, die man, glaubt, bei so Traditionsvereinen macht und hat. Ich bin immer bemüht, Leute hier mit einzubinden, die irgendwie ganz besonders für den Verein stehen, weil das ist erstens mal fachlich für uns inhaltlich wichtig, aber auch als Persönlichkeit nach außen, glaube ich, brauchen wir das. Und von dem her nochmal Ulf, top, bin total froh, dass er da ist. Wir haben durch den Abgang von Christian, haben wir jetzt mit dem Paul Wagner einen jungen Mann im Hintergrund gehabt, der halt wahnsinnig viel über Analysethemen kommt, über Daten kommt, ein unheimlich schlauer, junger, ehrgeiziger Kaderplaner, der mit seinem Team, das zusammen die letzten Wochen und Monate super angegangen ist, also auch wirklich gute Vorschläge macht, auch im Gespräch mit dem Trainerteam, da eine klare Meinung hat. Dann der Ulf, der in diesem Thema auch für mich sehr wichtig ist, als wir beide, würde ich mal sagen, eher so als, ich will jetzt nicht sagen, Oldschool oder so negativ, aber eher so ein bisschen den Fußballerblick und weniger irgendwie immer Daten und Analyse so dazu, so junge Leute, die so ein ganz anderes Segment da reinbringen. Und diese Mischung, finde ich, ist unheimlich gut. Und ich sehe uns da sehr gut aufgestellt, bin da sehr zufrieden mit der Sache und habe da jetzt auch überhaupt nicht wir als Verein die Situation, dass wir sagen, wir müssen da jetzt unbedingt irgendwelche Dinge verändern. Ist nicht ausgeschlossen, dass man vielleicht im Sommer sich irgendwie Gedanken macht, aber so wie wir das machen,
in dieser Konstellation mit dem Ulf dabei, mit den jungen Leuten dabei, gerade mit dem Paul dabei, kommt da unheimlich viel Vorschläge raus und die sind dann auch echt gut. Ja, Thema verdiente Personen zurück in den Verein zu holen. Nach dem Abgang von Jan Seifert als Nachwuchsleiter ist jetzt Marco Hartmann nachgerückt. Wie ist denn da der weitere Werdegang und mit welcher Zielsetzung gehst du mit Marco daran, diese sehr erfolgreiche Arbeit, die er Seif über viele Jahre bei uns gemacht hat, voranzubringen und weiterzuführen? Naja, wer den Marco kennt, der weiß ja, also da kommt auf jeden Fall jemand, der unheimlich viel Energie mitbringt. Das merkt man schon jetzt. Er fängt ja erst offiziell so richtig ab 1.7. an, aber er ist ja schon in vielen Themen dabei, hat schon viele Gedanken gemacht, sich ganz viele Aufgaben schon und hat da auch einen eigenen Kopf. Und das war mir einfach wichtig. Also es ist jetzt keiner. Seif hat das die letzten 10 Jahre begleitet und hat sehr viele Dinge maßgeblich hier mitgeprägt und wir haben eine gute Ist-Situation. Jetzt kommt jemand Neues, der vielleicht so ein bisschen einen anderen Ansatz hat und ein bisschen andere Themen irgendwo sieht, aber auch eine eigene Meinung und auch diesen Verein in diesem Jugendbereich voranbringen möchte. Und da werden wir mal sehen. Also ich bin mir sicher, dass der Marco genau schauen wird, wie die Jugendarbeit, der wird es für sich bewerten. Dann haben wir das Thema Übergangsbereich, was hier auch immer eine große Diskussion ist. Wir haben uns gut in der Jugend entwickelt, sind gut mit unseren U-Mannschaften dabei, aber wir haben natürlich, sag mal, dieses Problem Übergang und deswegen haben wir verschiedenste Themen, die wichtig sind und da brauche ich auch Leute, die da eine klare Meinung haben, auch einen eigenen Kopf haben und dann werden wir mal schauen. Also ich bin mir sicher, der Marco wird hier sich total reinknien und wird auch seine Sachen angehen, die dann dem Verein sehr, sehr gut tun. Zum Abschluss jetzt noch die Frage, die ja kommen musste, Thema Weihnachten. Wunschzettel fürs neue Jahr, wie sieht der bei dir aus jetzt in Bezug auf Dynamo? Also auf Dynamo ist es klar, wir haben das, habe ich ja gerade schon gesagt, der Wunschzettel ist, dass wir im Sommer Zweitligaverein sind. Also das ist unser aller Ziel hier, das ist klar definiert und von dem her wollen wir einfach so weiterarbeiten wie bisher. Dass wir als Team alle zusammen, die hier irgendwie für den Verein arbeiten, weiter so fokussiert bleiben, weiter als Gemeinschaft so ihren Job hier angehen. Und dann wollen wir im Sommer den Aufstieg feiern. Also wenn du mich so fragst, sage ich, das ist ganz klar. Das ist die Zielsetzung, wo wir alle jeden Tag sehr hart dafür arbeiten. Ralf, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit und ja, guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich dir. Dankeschön. Danke.